Voice of the Customer, die Kundenstimme hören, seinem Kunden wirklich zuhören. Das gehört sich im allerersten Moment so nach gesundem Menschenverstand an, aber manchmal fällt es Unternehmen wirklich ganz, ganz schwer, ihrem Kunden wirklich zuzuhören und die Anforderungen vom Kunden wirklich zu verstehen. Dazu gibt es ein paar ganz praktische Tipps und die schauen wir uns jetzt im kommenden Video gleich an. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich möchte in diesem Video ein paar Tipps und Tricks einfach bringen, wie man seinen Kunden besser zuhört und wie man da entsprechend diese Voice of the Customer wirklich in sein Unternehmen so weit integrieren kann, damit man sich laufend und ständig verbessern kann. Dazu ist jetzt die allererste Frage, was ist denn eigentlich so die Voice of the Customer? Nun, das sind eigentlich die Anforderungen der Kunden, die an die Leistung gelegt werden. Wobei aber der Kunde, das gibt es zwei Gruppen. Das eine könnte quasi ein externer Kunde sein, der wirklich Geld für ihre Dienstleistung, für ihr Produkt, für ihre Ware, für ihren Service entsprechend bezahlt. Es kann aber auch der interne Kunde sein, wenn es um das ganze Thema Schnittstellen und Leistungsübergaben von betrieblichen Abläufen, den sogenannten Prozessen geht. Da gibt es immer meistens zwei Probleme bei dieser Voice of the Customer. Nämlich die Anforderungen werden ja oft nicht explizit genannt und deshalb müssen sie wirklich erfragt werden. Man muss es also aus dem Kunden rauskitzeln wirklich, was möchte er, was erwartet er eigentlich wirklich und wie kann man das entsprechend in seine Leistung umsetzen und adaptieren. Das zweite ist, man erhält halt oft qualitative Antworten und muss dann diese später in messbare Faktoren entsprechend übersetzen. Aber bevor wir jetzt über diese zwei Themen wirklich noch vertieft im Video eingehen, noch als Start vielleicht so ein bisschen, wie stehe ich eigentlich zu dem ganzen Thema Voice of the Customer, was ist so mein Mindset, also wie gehe ich überhaupt von der richtigen Perspektive das Thema eigentlich an. Und zwar haben wir da eigentlich immer dieses Problem, dass wir aus der Unternehmenssicht heraus immer alles über unser eigenes Produkt natürlich am besten wissen. Wir kennen unseren Service, wir nehmen immer an, dass wir auch wirklich die Besten sind am Markt. Also so eine gewisse Selbstüberschätzung haben wir eigentlich immer, wenn wir aus unserer Unternehmenssicht heraus eigentlich an den Markt agieren, an den Markt rangehen. Das ist völlig normal, das ist nichts Schlimmes. Man muss aber einfach nur auch irgendwann mal sich dessen bewusst werden und sagen, okay, jetzt ziehe ich mir mal ganz bewusst die Schuhe des Kunden an, ich stehe in seinen Stiefeln und sehe mir aus der Kundensicht tatsächlich, die aus der Kundenbrille auf dieses Unternehmen und auf die Leistungserbringung. Und wenn man in diesen Kundenschuhen einfach mal wirklich steht, ganz ehrlich, wann hat denn das letzte Mal ein Bankvorstand bei seiner eigenen Bank für sich ein Konto eröffnet? Also es ist manchmal ganz, ganz schwierig, weil wenn man dann Unternehmensführer ist, wenn man Unternehmer ist, dann erreichen einen oft auch die Probleme, mit denen sich der Kunde quasi jeden Tag mit der Dienstleistung herumschlägt, die erreichen einen nicht mehr, weil es da einfach zu viele Ebenen dazwischen gibt und damit immer auch diese Filterschichten da sind. Also man bekommt gar nicht mehr so richtig mit, wo eigentlich die Schwierigkeiten liegen in der Leistungserbringung aus der Sicht des Kunden. Deswegen ganz, ganz dringender Tipp, stell dich mal in die Schuhe deines Kunden, ja, so wirklich, und finden Sie heraus letztendlich, was der Kunde denn wirklich denkt und wie er mit der Unternehmensleistung zufrieden ist. Und damit kommen wir auf die erste Gruppe eigentlich von Kunden, nämlich der externe Kunde. Also wirklich derjenige, der die Leistung in Anspruch nimmt und dafür eben auch Geld bezahlt. Was ich bei einem Heizungsklimasanitäranbieter zum Beispiel, der einen Servicevertrag abgeschlossen hat, damit die Heizungsanlage eben regelmäßig im Jahr gewartet wird und die für den nächsten Winter funktionsfähig und vorbereitet ist. Fangen wir also mit diesen Anforderungen mal von diesen externen Kunden mal wirklich an und überlegen uns, wie kommen wir denn da irgendwie halt ran? Wie kann man denn diese Anforderungen wirklich aus den Köpfen der Kunden rausbekommen, damit wir sie in unserem Unternehmen wirklich verstehen und auch entsprechend darauf reagieren können? Nun, die erste und offensichtlichste Rückmeldung sind natürlich Beschwerden. Wenn sich der Kunde irgendwo meldet, dass irgendwas nicht funktioniert hat und er sich beschwerdet, dann ist diese Beschwerde erst einmal natürlich ein Spiegelbild, dass irgendwas nicht funktioniert, aber verstehen Sie die Beschwerden wirklich nicht nur negativ, sondern versuchen Sie, diese Beschwerde als Chance zu begreifen. Der Kunde hat sich ja gemeldet. Er hat ja gesagt wirklich, was ihm nicht passt und was seine Erwartungshaltung wirklich war. Und damit kann man wirklich sehr, sehr froh drum sein, denn aus diesen Beschwerden heraus letztendlich kann man kondensieren, wo gibt es denn eigentlich in meiner Leistungserstellung wirkliche Probleme. War es die Termintreue zum Beispiel? Hat irgendwo was nicht funktioniert, wir mussten nacharbeiten? Oder was auch immer die Schwierigkeit eben sein kann.
Deswegen machen Sie Beschwerden wirklich zur Chefsache. Wenn Sie mitbekommen, eben, dass Beschwerden da waren, nehmen Sie selbst Kontakt zum Kunden auf, rufen Sie ihn an und sagen, ich bin der Geschäftsführer von der Firma XY. Ich habe gehört, Sie waren mit der Leistung nicht zufrieden. Wie können wir helfen? Was hat denn nicht funktioniert? Was passt denn eigentlich nicht wirklich? Und wenn Sie tatsächlich als Chef eben dann ganz persönlich beim Kunden anrufen, also wenn mir das als Kunde so geht, dass mich der Unternehmer selber anruft und sich um mein Anliegen wirklich kümmert, dann fühle ich mich als Kunde wirklich ernst genommen und vor allem wertgeschätzt. Das heißt, die Kundenbindung ist eigentlich noch viel, viel stärker und ausgeprägter, wenn man sowas mitmacht. Die zweite Thema, um an diese Kundenstimme wirklich ranzukommen, diese zweite Methode, die ist sehr direkt, aber liefert eben auch sehr viele wertvolle Erkenntnisse. Das sind direkte Befragungen der Kunden. Zum Beispiel am Telefon. Nehmen Sie sich einfach mal eine Stichprobe von Kunden raus aus Ihrem Kundenbestand, rufen Sie die an und fragen Sie sie eigentlich, was erwarten Sie sich von einem perfekten Heizungsklima-Sanitärunternehmen? Wie sollte es denn eigentlich sein? Und dann bekommen Sie sehr, sehr viele und sehr gute Rückmeldungen eigentlich, die man dann eben entsprechend auf Kärtchen schreiben kann oder in meine Liste rein, dass wir die erstmal alle sammeln. Was auch immer sehr, sehr bewährt ist, wenn Sie der Unternehmer sind, gehen Sie doch mal mit auf Tour. Wenn Sie einen Außendienst haben, setzen Sie sich mit rein ins Auto und fahren Sie an den Ort der Leistungserbringung. Gehen Sie mit raus und schauen sich mit eigenen Augen an, wie die Interaktion ist mit den Kunden und was da wirklich passiert. Und solche Tage draußen an der wirklichen Kundenfront sind wirklich echt lehrreich und bringen ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse. Deswegen dieser englische Begriff Go and See oder Go to Gemba, also geh an den Ort des Geschehens, ist wirklich einer der ganz wertvollen Tipps, die man Ihnen damit geben kann. Die dritte Methode, das sind Bewertungen. Und zwar nicht nur bei Online-Shops, da kennt man es ja mit diesen Sternchensystemen und so weiter, sondern das gibt es eben auch für ganze Unternehmen, eben bei Handwerksbetrieben zum Beispiel, bei Dienstleistern, Ärzte gibt es entsprechende Portale, die bewertet werden und ähnliches. Also solche Bewertungen sind wirklich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zurückzuspiegeln, wo und an welcher Stelle vielleicht irgendwas nicht so ganz gut funktioniert. Da braucht man es keine Angst haben, wenn man sich so eine Bewertung quasi einrichtet. Man muss die jetzt nicht gleich öffentlich schalten. Man kann die erst auch nur mal intern analysieren, bevor man damit quasi an eine größere Öffentlichkeit geht. Proven Expert ist ein Anbieter von so einem Bewertungsportal zum Beispiel. Und was mir da an dieser Sache ganz, ganz besonders gut gefallen hat, ist, es gibt dann entsprechende Umfragen. Man kann auch mehrere Umfragen dazu erstellen und mit verschiedenen kleinteiligen Dimensionen arbeiten. Zum Beispiel Frage nach Termintreue, nach Qualität, nach Kosten oder entsprechend Ähnliches. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Den Link findet Sie unten in der Beschreibung mit zu Proven Expert. Gucken Sie das mal mit an. Also ich fand das sehr, sehr gut gelöst und vor allem kann man dort selbst nicht nur Online-Bewertungen abgeben, man könnte sogar entsprechende Offline-Formulare ausfüllen, die man dann eben da entsprechend reinspielen kann. Das funktioniert bei denen eben auch mit. Die vierte Methode, probieren Sie doch mit Ihren eigenen Leistungen aus. Bestellen Sie doch mal was in Ihrem eigenen Online-Shop oder rufen Sie doch mal bei Ihrem eigenen Vertrieb an und bitten um ein Angebot für irgendeine entsprechende Leistung von Ihrem eigenen Unternehmen oder bitten Sie einen Bekannten oder Freund eben, das für Sie zu tun. Also das sogenannte Ghost-Shopping, das eben Bekannte in ein Einzelhandelsgeschäft gehen und dort den Kunden spielen, ist seit Jahrzehnten eine völlig übliche Methode im stationären Einzelhandel. Machen Sie es doch auch mal in Ihrem eigenen Unternehmen. Einfach mal zu schauen, wie ist die Interaktion, was passiert denn da eigentlich wirklich? Und das sind dann wirklich ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse. So, und im Laufe der Zeit bekommen Sie dann quasi diese Anforderungen beschrieben. Das könnte jetzt als Beispiel für einen Heizungsklimasanitärbetrieb sein, dass die Störung, wenn die aufgetreten ist bei der Heizungsanlage, erstens mal eine schnelle Erreichbarkeit von dem jeweiligen Handwerksbetrieb. Also komme ich da sofort durch? Bringe ich da ewig in Watteschleifen? Habe ich da keine Rückmeldung? Wie sieht es aus? Also schnelle Erreichbarkeit könnte so eine Anforderung sein. Das zweite ist, wenn ich dann mein Problem geschildert habe, dass ich am Laufenden gehalten werde mit zum Beispiel Status-Updates über irgendwelche Messenger-Dienste auf mein Telefon oder per E-Mail oder wie auch immer, dass ich immer das Gefühl habe, jawohl, der Anbieter, quasi dieser Handwerksbetrieb, die arbeiten jetzt an meinem Problem. Es wurden vielleicht Ersatzteile bestellt oder es gab eine Fehleranalyse oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich möchte doch eigentlich hören, da passiert jetzt was. Das nächste könnte zum Beispiel sein, dass die Störungsbehebung innerhalb von einer bestimmten festen Zeitdauer erwartet wird. Zum Beispiel innerhalb von 6 Stunden, nachdem ich mich gemeldet habe, sollte ein Monteur vielleicht vor Ort sein, sich die Heizungsanlage ansehen, um zu schauen, ob er das entsprechend sofort vielleicht vor Ort auch regeln kann. Also schnelle Erreichbarkeit,
laufende Status-Updates und Störungsbehebung innerhalb von 6 Stunden. Das könnte zum Beispiel so eine Kundenanforderung sein, die man eben aus den Gesprächen mit den Kunden wirklich herausdestilliert. Dann kommen wir gleich zur zweiten Art von Kunden und die sind eben genauso spannend und verbessern sofort die Leistung in Ihrem Unternehmen. Bleiben Sie also auf jeden Fall im Video dran. Jetzt würde mich noch interessieren, haben Sie schon mal Ihre eigenen Kunden mal wirklich gefragt? Sind Sie mal rausgegangen, arbeiten Sie mit Bewertungsportalen, haben Sie mal telefoniert, waren Sie mal wirklich mit auf Tour draußen? Schreiben Sie doch mal in die Kommentare rein unten. Ich freue mich da sehr eben auf die Rückmeldungen, was da wirklich passiert ist und wie da Ihre Erfahrungen auch entsprechend waren. Und falls dieses Video bisher schon ganz spannend war für Sie, abonnieren Sie noch unseren Kanal. Am besten gleich mit dem Glöckchen, dann haben Sie nämlich sofort immer die Updates in Ihrem Newsfeed drin, wenn wir neue Videos veröffentlichen und davon haben wir noch ganz, ganz viele geplant. Sie bleiben also up to date, wenn Sie unseren Kanal entsprechend mit abonnieren. Jetzt ist noch die nächste Frage eben, was war dieser interne Kunde, diese zweite Kundengruppe? Wenn Sie noch ein bisschen zögern, dass Sie sofort rausgehen wollen an den Kunden, an die echte brutale Front draußen, um sich das anzuhören, was die wirklich zu sagen haben, dann üben Sie es doch erstmal intern und dafür gibt es eine ganz, ganz tolle Methode. Nämlich, Sie haben ja auch interne Kunden, nämlich die sogenannten Prozesskunden. Also denken Sie mal dran zum Beispiel, Sie haben jetzt Mitarbeiter, die draußen Monteure sind zum Beispiel und da werden das Regiezettel ausgefüllt. Und diese Regiezettel sind die Grundlage für die Abrechnung, die kommen also irgendwann ins Büro rein und ein Mitarbeiter in der Abrechnung soll aus diesen Regiezetteln eben oder Bautagebüchern eben eine entsprechende Kundenrechnung erstellen. So, dann ist also der Mitarbeiter, der die Abrechnungen erstellt, ist der Prozesskunde von dem Mitarbeiter, der die Bautagebücher oder Regiezettel eben entsprechend ausgefüllt hat. Das ist also eine Leistungsübergabe zwischen dem einen zu dem anderen und damit spricht man eben von diesen Prozesskunden und einer Prozessschnittstelle. Wenn jetzt diese entsprechenden Regiezettel unleserlich ausgefüllt sind, also mit der Hand irgendwie schräg am Lenkrad ausgefüllt, man kann sie kaum lesen, vielleicht fehlen sogar wichtige Angaben wie eine Rückrufnummer oder welcher Kunde das war oder ähnliches oder es fehlen irgendwelche Nachweise, die oder ist nicht unterschrieben worden vom Kunden, gibt es immer wieder. Es ist zwar schön ausgefüllt worden, aber der Kunde ist nicht gefragt worden, dass es unterschreibt und damit fehlt die Unterschrift für die Leistungsabrechnung. Also, oder Sie liegen wochenlang im Auto rum, sind einfach irgendwo in den Sessel gerutscht, halt in Ihrem Klemmbrett und dann auf einmal war eben das Bautagebuch halt oder der Regiezettel erstmal weg. Und irgendwann kam man auf den Trichter, hey, da fehlt noch ein Zettel und alle fangen das Suchen an zum Beispiel. Das sind also alles Schwächen in diesem Prozess, an dieser Prozessübergabe. Und damit wäre es eigentlich an dem Prozesskunden quasi, der Mitarbeiter in der Abrechnung, dass der eben seine Anforderungen dann wirklich definiert. Also der Mitarbeiter des Folgeprozesses hier der Abrechnung ist derjenige, der berechtigt ist, die Leistung als Kunde wirklich zu definieren. Und das könnte zum Beispiel sein, Rücklauf ins Büro am selben Tag, leserlich ausgefüllt, keine fehlenden Daten und keine Rückfragen sind notwendig. Das könnten jetzt Angaben oder Anforderungen eben an diesen Prozess wirklich sein. Nochmal ganz wichtig, der nachgelagerte Prozess ist der Kunde und der bestimmt die Leistung beim Input. Sprich, der Nachgelagerte kann wirklich seine Anforderungen formulieren. Und diese Anforderungen werden dann im Rahmen eines sogenannten Critical-to-Quality-Baums oder CTQ-Tree entsprechend in messbare Kriterien übersetzt. Und wie man sowas macht, dafür machen wir auch wieder ein einzelnes Video, wo wir das Ganze wirklich vertiefend anschauen, wie man sowas wirklich in messbare Kriterien eben entsprechend übersetzen kann. Und wie gehe ich jetzt mit diesen Stimmen dann wirklich um? Also was passiert dann da, wenn ich das aufgeschrieben habe, wenn ich es immer so sehe? Bei den internen Kunden sind also in der Regel immer wenige Personen beteiligt. Also das sind jetzt ja nicht Tausende von Kunden, die da sind, sondern bei den Prozesskunden sind es immer nur wenige, die da eigentlich miteinander interagieren. Da hat sich es dann wirklich bewährt, wenn man gemeinsame Workshops macht und sagt, an dieser Prozessschnittstelle vom Regiezettel zur Abrechnung haben wir halt regelmäßig Schwierigkeiten. Deswegen wollen wir jetzt mal einen Standard definieren, was wir so uns erwarten eigentlich, was da entsprechend als Leistung übergeben werden muss. Zum Beispiel Geschwindigkeit, was den Rücklauf angeht, Leserlichkeit und ähnliche Sachen. Ganz wichtig ist, diese Anforderungen, schreiben Sie die in dem Workshop gemeinsam schriftlich auf. Denn nur das, was schriftlich ist, wird verbindlich auf einmal und damit haben Sie auch immer was, da hatten wir uns doch mal drauf geeinigt, dass wir das so machen wollen. Also gerade dieses Verschriftlichen der Anforderungen und das Bekanntmachen auch dann eben an den Prozesslieferanten, also den Vorgängerprozess, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit Sie da sofort irgendwie mehr Struktur reinbekommen.
Das kann man übrigens auch sehr, sehr schön machen danach, diese Messung. Also wenn Sie im Microsoft 365-Umfeld im Einsatz haben, gibt es da ein paar kleine Tools. Auch darüber werden wir noch ein entsprechendes Video machen, wie man sowas entsprechend gut messen kann, wie man auch so eine Qualität bewerten kann an der Leistungsschnittstelle. Haben wir uns eine entsprechende pfiffige Idee einverlassen. Seien Sie also gespannt, abonnieren Sie unseren Kanal, dann werden Sie da entsprechend mit informiert darüber. So, wie können wir es aber jetzt erreichen, dass die Regiezettel lesbar und vollständig sofort im Büro sind? Das sind solche typischen Fragen, die dann eben Teil von Optimierungsprojekten werden. Bei den externen Kunden gibt es vermutlich den ganzen Blumenstrauß an Anforderungen, die sich erst irgendwie so anfühlen wie nach wünscht ihr was. Also ich hätte gerne dieses und jenes und das wäre super und prima. Aber wenn Sie die Stimme der Kunden möglichst im O-Ton aufschreiben und dann quasi in Gruppen einteilen, dann finden wir immer, fast immer Gemeinsamkeiten, einen gemeinsamen Oberbegriff. Zum Beispiel eine akzeptierte Reaktionsdauer, bis irgendwas passiert, bis wir beim Kunden draußen sind und dort vielleicht irgendwas lösen oder irgendein Problem beheben. Und auch wenn die Wortwahl individuell sein mag, diese Gruppen quasi finden sich dann immer so wie Häufchen quasi. Das kann man an einem Whiteboard zum Beispiel machen. Und diese Technik nennt sich Clustering. Das ist eine bekannte Kreativtechnik. Das ist eigentlich ist nicht wirklich was Neues, aber man muss es halt einfach tun. Die wichtigste Regel ist aber dabei, Sie können dieses Voice of the Customer mit dem Kundenreden nicht aus Ihrem Geschäftsführerbüro heraus delegieren, weil dann gehen wieder ganz wertvolle Informationen durch diese Filterschichten, durch die Hierarchien wirklich verloren, sondern es ist wirklich, machen Sie es mal selbst. Rufen Sie an, fahren Sie mit, gehen Sie an den Ort des Geschehens und schauen Sie sich wirklich an, was da passiert. Nur so kommt wirklich die brutale Wahrheit des jeglichen täglichen Umgangs miteinander einfach wirklich ans Licht. Die mag schön sein, wenn alles prima ist und alle Kunden zufrieden sind, was das auch meistens der Fall ist, zumindest beim überwiegenden Teil, sonst wären Sie als Unternehmen ja nicht erfolgreich am Markt. Es kann aber auch eben Fälle geben, wo es eben nicht so schön ist. Und da haben Sie dann genau die Möglichkeiten für diese systematischen Verbesserungen. Es gibt wirklich keinen Grund für kein Unternehmen, nicht nach der Stimme des Kunden zu fragen. Tun Sie es wirklich und ganz ehrlich, wie oft, und Sie sind ja selber schließlich auch Kunde bei ganz vielen Unternehmen, wie oft sind Sie denn eigentlich schon mal gefragt worden, tatsächlich, wie Sie mit der Leistung des Unternehmens zufrieden sind und nicht nur, sondern was Sie eigentlich sich wünschen würden, wie die Unternehmensleistung sein sollte. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch an der ganzen Geschichte. Und wie gesagt, ich freue mich über Ihre Kommentare. Tschüss!